Tag Leute, ja, heute mal wieder mal ein schöner Rückblick auf irgendwas. Und zwar eine Sache, die ich tatsächlich auf YouTube so noch nicht gefunden habe. Und deswegen habe ich mich mal so ein bisschen ins Zeug gelegt und habe mal versucht, so viel wie möglich zu finden. Und zwar geht es um CD-ROMs, PC-Spiele in Kellogg's-Packungen. Ihr kennt es sicherlich alle als Kind, man frisst dieses Zeug, auch wenn es total ungesund ist und mehr Zucker enthält als alles andere. Und deswegen ist es natürlich ein besonderer Hingucker, wenn in so einer Cornflakes-Packung mal ein PC-Spiel drin ist. Ich muss wirklich sagen, wenn man danach mal googelt, findet man vor allem im deutschsprachigen Raum fast nichts. Irgendwie kennen alle aus meiner Generation diese PC-Spiele in Cornflakes-Packungen, aber im Internet findest du dazu nichts mehr. Ich habe jetzt wirklich das Englische alles ausgeblendet, weil da kann ich ja nichts zu sagen. Aber ich habe eine Sache gefunden, ungefähr aus 2001, glaube ich. Da gab es eine gewisse Anzahl an PC-Spielen, die groß in diesen Cornflakes-Packungen beworben wurden. Davon habe ich nur drei gefunden. Und zwar Desperados, das sollten sicherlich einige noch kennen. Heart of Darkness. Und Action Man. Ja, es gab da noch andere Spiele, so Lucky Luke und all sowas, aber Lucky Luke Western Fieber, das habe ich auch, aber als Original. Das werde ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil das verträgt sich nicht mit aktuellen Systemen. Ich persönlich habe auch noch drei CD-ROMs aus Kellogg's Packungen, die bis heute überlebt haben. Einmal Kellogg's Clip Studio, also es gab tatsächlich auch solche Multimedia-Anwendungen. Und Kellogg's Mixmaster. Auch zu diesen ganzen Geschichten konnte ich nichts mehr im Internet finden. Das scheint irgendwie, ja, keine Ahnung, in Vergessenheit geraten zu sein, nie existiert zu haben, wie auch immer. Die letzte CD, die ich habe, das ist das bekannteste PC-Spiel aus allen Kellogg-Packungen. Wenn ihr euch Reviews dazu anguckt, egal ob im Internet, egal ob auf Amazon, sonst wo, es wird immer mit Cornflakes-Packungen in Verbindung gebracht. Spy Fox, das Milchkartell. Jetzt werden sicherlich viele, ah ja, das kenne ich, sagen. Und ich kenne es ehrlich gesagt auch nur aus dieser Packung. Ja, ich weiß, es gab davon auch eine echte Version im Handel zu kaufen. Aber wie gesagt, die meisten aus meiner Generation kennen das Spiel von der Kellogg's-Packung. Ja, wir werden uns jetzt alles mal nach und nach angucken. Kurze Info vorweg, ich bin erst davon ausgegangen, dass Desperados, Heart of Darkness und Action Man Vollversionen sind. Das ist leider nicht der Fall gewesen, das sind nur Demo-Versionen. Deshalb werde ich die kurz und knapp abhandeln, einfach weil, das kann ich schon mal sagen, sie sind nicht so dolle gewesen. Fangen wir an mit Heart of Darkness. Das Intro ist ziemlich gewöhnungsbedürftig gewesen. Ja, es hat was Cineastisches, aber naja, es ist halt alte 3D-Animation, die sieht einfach aus heutiger Sicht komisch aus. Die Grafik im Spiel ist vorgerendert, also ähnlich wie in Oddworld. Der Schwierigkeitsgrad ist allerdings abartig. Du musst wirklich jeden Schritt kennen und hast absolut keine Freiheiten, irgendwie durch das Spiel durchzukommen. Ja, und in den meisten Fällen ist man auch gleich nach einem Treffer tot, weil wenn ein Gegner erscheint, springt er dich an, frisst dich auf, fertig. Und deshalb ging bei mir die Motivation sehr schnell flöten. Ich meine, ich habe zu Heart of Darkness schon mal eine Review gesehen und da wurde auch gesagt, dass das Spiel wirklich größtenteils aus Sterben besteht, vor allen Dingen, wenn man es gar nicht kennt. Und sorry, also sowas ist absolut nicht meins. Desperados. Ja, es wird in der Beschreibung schon von einer speziellen Mission gesprochen, also dürfte klar sein, dass es nur die Demo-Version ist. Außerdem ist die Dateigröße absolut lächerlich, sodass man schon merkt, es kann gar keine Vollversion sein. Des Weiteren fehlt ein Intro und ich habe die Vollversion von Desperados auch schon mal angespielt. Das Spiel beginnt ganz woanders. Von daher, ja.
Ich habe das Spiel nur sehr mühselig zum Laufen bekommen, und zwar auf Windows 10 mit Digi Voodoo. Und trotz aller Einstellungen, es läuft extrem langsam, hat sehr starke Framerate-Einbrüche und ganz komische Grafikfehler, wo die Grafik an gewissen Stellen so pixelig wird. Keine Ahnung, was das für einen Hintergrund hat, weil ich kenne Desperados nur, dass es eben wirklich wunderschön aussieht. Also wenn es wirklich in einer hohen Auflösung gespielt wird, dann kann es sich echt sehen lassen. Aber diese Demo war für mich einfach unspielbar. Wer ist da? Schlafchen. Ja, mit Action Man ist es genau das gleiche. Dieses Spiel lief fast nirgendwo, weder auf Windows 10 mit Digi Voodoo noch auf Windows XP. Ich habe es tatsächlich mit Mühe und Not auf Windows 98, also auf meinem naturgetreuen Emulator, zum Laufen kriegen können. Ja, allerdings scheint in diesem Windows 98 irgendwas zu fehlen, woraus er Beleuchtung errechnen könnte, weil, ja, guckt es euch an, es fehlt fast alles. Überall sind schwarze Quadrate, weil er weder die Auswirkungen des Regens noch die die Lichtkegel der Laternen richtig darstellen kann. Unspielbar, muss ich nichts weiter sagen. Interessanterweise habe ich mich tatsächlich durch das Spiel geboxt. Und was soll ich euch sagen? Es gibt nur eine Mission. Und da musste ich 3-4 Fahrzeuge abschießen. Und nach nicht mal 10 Minuten hat sich das Spiel dann selbst beendet. Also die Mission war beendet und das Spiel war vorbei. Nach 10 Minuten? Ernsthaft? Das ist echt beschämend, ganz ehrlich. Machen wir weiter mit den Multimedia-Anwendungen. Kellogg's Mixmaster habe ich als Kind tatsächlich ab und zu gerne gespielt, weil ich Spaß daran hatte, das Tempo der Lieder zu verändern. Heute kannst du das natürlich mit jedem Programm machen, das ist nichts Besonderes mehr. Die vorgegebene Dance-Musik ist ganz okay. Was allerdings gar nicht okay ist, ist, dass das Programm nur WMA und WAV-Dateien importieren kann und keine MP3-Dateien erkennt. Da habe ich auch gedacht, oha, das ist ja peinlich. Von daher, es ist für Kinder. Also ich persönlich kann es jetzt mittlerweile nicht mehr ernst nehmen. Kellogg's Clip Studio ist das schlechteste Videoprogramm, was ich jemals gesehen habe. Das Programm hat vorgefertigte Beispielvideos. Einfügen kannst du aber hier nichts, außer Musik. Schneiden kann man auch nichts. Man kann nur Übergänge platzieren. Keine Ahnung, was das soll. Ich meine, du kannst nicht mal eigene Videodateien einfügen. Wie peinlich ist das? Von daher, Finger weg. Um hier auch mal ein gutes Spiel reinzubringen, machen wir jetzt weiter mit Spy Fox, das Milchkartell. Es ist eine Vollversion und pure Nostalgie für mich. Die Grafik, zeitlos, der Humor ist wirklich brillant und selbst für mich heute als Erwachsener noch ziemlich witzig, weil du einfach manchmal so ein bisschen was Doppeldeutiges raushörst. Also gerade wenn Spy Fox manchmal mit Monkey Penny redet, du merkst einfach, dass er sie so ein bisschen necken will. Hallo Monkey. Monkey Penny, wenn ich bitten darf. Was halten Sie von der neuen mobilen Einsatzzentrale des Spionagekorps hier auf dieser griechischen Insel? Bin beeindruckt. Sie als halb vergrabenes Boot mitten auf dem Marktplatz zu tarnen, war ein Geniestreich. Das wird gar Es gibt mehrere Spielverläufe. Das gibt es auch nicht in vielen Adventures. Also jetzt hier in Spy Fox mal als Beispiel. Es gibt eine Möglichkeit, entweder über die hohe See in Willi V. Brechers Festung reinzukommen oder du heftest jemanden eine Wanze an und kannst sozusagen dann rausfinden, wo derjenige ist. Das wird aber vor Spielbeginn durch Zufall, ja, ich sag mal, festgelegt. Dieser Song ist für alle Spione im weißen Smoking überall.
Guten Tag. Denn weiterhin gibt es dann auch so verschiedene Punkte, wo du auch am Ende mehrere Herausforderungen hast. Also entweder du musst Alligatoren abwehren oder du musst so ein karatekämpfendes Huhn besiegen. Das ist eben auch von Spielverlauf zu Spielverlauf unterschiedlich. Es gibt ein erweitertes Ende. Ich möchte da nicht so viel zu sagen. Nur eben, du kannst den Verbrecher am Ende entkommen lassen. Das ist nicht weiter schlimm. Das Ende ist dann trotzdem da. Aber du kannst natürlich auch die Beine in die Hand nehmen und ihm hinterherfahren, um ihn dann noch ins Gefängnis zu stecken. Nicht so hastig, Willi. Das Letzte, was die Welt braucht, ist eine weitere entflohene Ziege. Ja! Ja, nichtsdestotrotz schade, dass es heutzutage keine neuen Teile von SpyFox gibt. Es gibt noch zwei weitere Adventures von SpyFox, die im selben Stil sind, die habe ich auch nicht gespielt. Und es gibt noch zwei solche Mini-Arcade-Spiele, die ich jetzt nicht gespielt habe. Aber naja, ein neuer SpyFox-Teil wäre trotzdem toll. Von daher, das Spiel sollte wirklich jeder Adventure-Freund mal gespielt haben. Jetzt bevorzugen Röntgen-Kaugummi für ihre Patienten, die geröntgt werden müssen. Eine Ente braucht Ballaststoffe. Jetzt habt ihr fast nur schlechte Spiele gesehen, außer SpyFox. Ich zeige euch jetzt noch die zwei offiziellen Kellogg-Spiele, die ich extra für dieses Video angespielt und auch raussuchen musste, weil die findet man gar nicht mehr so einfach. Das erste ist Tony und Friends in Kellogg's Land. Das ist sicherlich das oder eines der bekanntesten Werbespiele überhaupt. Ich habe zu diesen echten Kellogg-Spielen keinerlei Nostalgie. Ich habe die jetzt wirklich nur für dieses Video mal angespielt. Ja, dieses Spiel läuft unter DOS und es ist wunderschön. Also es ist ein wunderschöner 2D-Plattformer. Die Grafik ist auch total super und hat so wirklich tolle Details. Wie zum Beispiel das, was ich total süß finde, wie Smacks die Cornflakes isst. Das sieht so niedlich aus. Allerdings ist es ein bisschen komisch, wie er den Spieler die ganze Zeit so anguckt. Ja, ihr seht schon, es ist alles blau. Das ist ein bekannter Grafikfehler. Es ist nämlich die Oberfläche zwischen Wasser und Himmel ist nicht getrennt. Also das ist nur hellblau, also hellblauer Himmel und dunkelblaues Wasser. Und das wird ja nicht getrennt. Also das ist ein bekannter Fehler. Da weiß keiner so recht, woran das überhaupt liegt. Man hat vier Charaktere zur Auswahl. Tony, Smacks, Coco und den Toucan. Die Musik ist ebenfalls super und auch wirklich angelehnt an die damaligen Werbespots. Das Spiel selbst steuert sich ziemlich gut, also Sprungmechanik, Bewegung, alles super. Es ist aber letztlich nicht kinderleicht. Also man merkt schon im zweiten oder eher im dritten Level, es wird langsam schwieriger. Also man muss schon sich ein bisschen Gedanken machen, wenn man dieses Spiel durchspielen will. Also einfach durchrennen bringt absolut nichts, weil jede Figur hat auch so ihre Fähigkeiten. Also wenn man jetzt mit Tony mit Anlauf irgendwo rüberspringt und man landet im Wasser, dann hat man ein Problem. Weil dafür bräuchte man Smacks und so weiter und so fort. Es gab ja auch noch einen zweiten Teil von diesen Kelloggs-Spielen, und zwar Invasion in Kelloggs Land. Ja, dieses Intro sagt, glaube ich, alles. Die Kelloggs-Figuren sehen irgendwie hässlich aus, ganz besonders Coco. Denen zeigen wir's! Das Spiel ist deutlich schwerer als der erste Teil. Es gibt zigmal mehr Gegner und euch fällt sicherlich auf, es sieht aus wie Donkey Kong Country. Das Spiel prahlt damit, dass es unfassbar viele Geheimnisse gibt. Ja, viele davon sind aber auch leider nur durch Blindjumps zu finden, weshalb du teilweise ins Nichts stürzt, weil man eben aus dem Bild heraus nicht erkennen kann, kann ich jetzt zum Beispiel hier runter, kann ich da hoch. Coco und Smack steuern sich furchtbar und sind für mich hier absolut nutzlos. Denn die Sprungmechanik von Coco und Smacks ist einfach dadurch bedingt, dass sie ja eher für Wasser oder für Lianen gut sind, eben entsprechend schlechter. Das heißt, die meiste Zeit spiele ich wirklich nur mit Tony.
und zum derzeitigen Stand habe ich im 5. Level aufgehört, weil da wurde es mir irgendwann zu wild. Also da waren irgendwie mehr Gegner als alles andere und das war mir ein bisschen zu heftig. Wenn ihr allerdings wollt, mal als kurze Frage, dass ich die Kellogg-Spiele mal im Livestream weiterspiele oder durchspiele oder wie auch immer, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, gebt diesem Video einen Like, damit ich weiß, dass ihr das unbedingt mal sehen wollt. Ja, letzten Endes, der zweite Teil gefällt mir nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Das war mein Video zu diesen ganzen Kellogg-Spielen, CDs, wie auch immer. Mir ist jetzt auch hierzu wirklich nicht mehr bekannt. Also einen zweiten Teil wird es hier nicht von geben. Ich hoffe mal, das Video hat euch soweit gefallen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge für Videos habt, irgendwas, wo ich mal einen Rückblick drauf werfen sollte, dann auch Kommentare und so weiter auf meinem Kanal, beziehungsweise ich werde mich bemühen, das auch unter die Videos zu schreiben. Packe ich auch den Link zu Twitch, zu meinem Discord-Kanal und so weiter und so fort. Jo, haut rein.